Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 14. bis 20. August findet in Ruid, das liegt bei Stuttgart, die deutsche Meisterschaft statt, der Herren und der Frauen. Ja, unglaublich, da findet eine deutsche Meisterschaft statt, haben wir bisher nicht drüber berichtet, hat aber natürlich zwei Gründe, insbesondere der Weltcup läuft. Freitag ist Ruhetag, bevor es am Samstag weitergeht und die DEM ist seit Jahren nicht so besonders stark besetzt. Keiner der Top-10-Spieler ist dabei bei der deutschen Einzelmeisterschaft. Ein bisschen schade. Sind nur 5 Großmeister am Start. Und das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass über der DEM, über der deutschen Einzelmeisterschaft, das ist die Abkürzung, das German Masters liegt, was so ein bisschen als Hauptturnier des deutschen Schachbunds fungiert. Und dort treten die stärksten deutschen Großmeister an. Das findet im Dezember dieses Jahres statt. Nichtsdestotrotz beobachte ich, verfolge ich das Turnier sowieso. Ich verfolge alle wichtigen Schachturniere und insbesondere verfolge ich es wegen eines jungen Spielers, und nämlich Christian Glöckler. 11 Jahre alt. Ich habe ihn kennengelernt bei der deutschen Schachamateurmeisterschaft in Darmstadt im, wann war das? März, April? April dieses Jahres war das. Und er hat einen riesen Eindruck auf mich hinterlassen. Er ist unglaublich schnell im Rechnen. Ich glaube, er hat eine richtig gute Vision, ein taktisches Verständnis und wir werden gleich in der Partie sehen. Es läuft auch bei der deutschen Meisterschaft für ihn sehr, sehr gut bisher. Zum Zeitpunkt dieses Videos, wo ich das Video drehe, sind 5 Runden gespielt und er hat in den ersten 4 Runden, aufpassen, was ich sage, 3 Punkte gemacht, hat gegen EM gewonnen, gegen FM gewonnen, gegen 2 Zweier gewonnen und nur gegen Daniel Friedmann verloren, den Turnierfavoriten. Es läuft richtig gut, 11 Jahre alt und er ist die Nummer 5 der Weltrangliste in seinem Jahrgang. 2011? Oder, ja, 11 ist er. Ich meine, er ist noch 11 Jahre alt, wird dieses Jahr 12. Und er ist zusammen mit Hussein Besu. Das sind die zwei großen Namen aus dem Jahrgang, die weltweit ja, mithalten und für das deutsche Schach viel versprechen. Also wirklich, ein junger Mann, den müsst ihr euch merken, den Namen, auch ein toller Junge, der wirklich super fix ist beim Rechnen, super schnell alles erfasst irgendwie und das wird ein richtig, richtig starker Spieler, wenn er weitermacht. Richtig stark. Da bin ich ganz von überzeugt. Und wir schauen uns mal eine Partie an von ihm aus der 5. Runde. Da spielt er gegen Tobias Kölle. Tobias ist auch ein junger Spieler, 18 oder 19, Jahrgang 2004. EM schon, 2,438, also ein guter junger Spieler und im Blitzen auch unglaublich stark, wirklich richtig stark. Das war eine Partie aus der 5. Runde. Da gehen wir rein und werden sehen, wild, richtig wild. Und das ist auch so ein bisschen der Stil von Christian bei der DEM. Das sind alles so super wilde Partien. Und ehrlich gesagt, das ist für mich auch der einzige Grund fast schon, warum ich die DEM verfolge. Gucken, was Christian macht. So, gehen wir rein. Hier beginnt der Tobias hier mit D4. D5, C4, Damengambit, D schlägt C4, angenommenes Damengambit, Springer F3 und jetzt kommt ein Zug, den habe ich an dieser Stelle noch nie gesehen, C6. Was mache ich hier? Springer F6 meistens, ne, wenn ich das spiele. So häufig spiele ich angenommenes Damengambit nicht, C6, okay. E3 und jetzt B5 hier, wow. Ich frage mich, wer ihm das gezeigt hat. Seltene Variante, A4. Und jetzt hier gibt es viele Partien mit E6. Nicht, dass das besonders gut wäre für Schwarz, aber gut, gibt es. Läufer B7 stattdessen. B3, das ist so der Standardaufbau hier, ne? Das ist so die Standardart und Weise, dass das Gerüst hier anzuknacken, sage ich mal, wenn Schwarz hier den Bauern behaupten will. Kann man auf Dauer nicht. Das ist immer, das wissen natürlich Profis oder Leute, der Schachspiele, der schon länger spielen. Das ist Festhalten an dem Bauern C4 führt in der Regel zu nichts. Und jetzt dachte Christian 5 Minuten nach und spielte A5. Hier habe ich den Eindruck, dass er so ein bisschen Marke Eigenbau ist. Die Engines sagen hier CB3, Dame B3 und ja, und dann E6, irgendwie sowas. Ne? Oder AB5, CB E6 hier und dann Dame B3, irgendwie sowas. Aber er spielt A5. Nimm auf C4 und jetzt B4. So, der ganze Aufbau von Schwarz ist objektiv Mumpitz. Kann man einfach so direkt sagen, das ist aber Quatsch. Und hier gibt es jetzt und in der Folge einen sehr starken Zug für Weiß. Strategisch, guckt mal drauf, was würdet ihr hier spielen? Tobias hat den Zug nicht gespielt.
Tobias ist sowieso ein Spieler, glaube ich, der relativ schnell spielt und seine Entscheidung trifft. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe jetzt nicht so viele Partien von ihm nachgespielt. Nur in dieser Partie habe ich das so ein bisschen bemerkt. C5 ist hier strategisch laut Engine schon fast gewonnen für Weiß. Also der Vorteil ist plus 1,7 riesig. Warum? Also erstmal wird der Bauer auf C6 fixiert. Der Läufer auf B7 ist natürlich eine schlechte Figur da hinten. Klar, man kann ihn über A6 eventuell abtauschen. Aber wichtig ist natürlich das Feld C4 hier, ne? Feld C4, Felder B3. Weiß bekommt hier wunderschöne Felder für seine Figuren. Und auch wenn Schwarz irgendwann zu E5 kommt, ist es nicht schlimm. Kann man zulassen. Man rochiert einfach und hat dann auch Raumvorteil. Vor allen Dingen, wenn E5 kommt, sind hier zwei schwache Felder. Strategisch ist das sehr, sehr anrüchig hier nach C5. Wir sind übrigens hier auch schon außerhalb der Theorie so richtig. Also hier gibt es keine Partien. Also die spielen hier irgendwas so, ne? Nach in der Eröffnung. Läufer D3. Natürlich hat Schwarz hier einen schönen Freiborn. Wollen wir nicht vergessen, ne? Auf Dauer. So. G6 möchte hier den Läufer entwickeln. Im Übrigen soll Schwarz hier eigentlich C5 spielen, ganz schnell, um den Läufer zu befreien. Und dann, wenn der Bauer vorzieht, kann man ruhig mit E6 spielen. Je nachdem. Aber gut, die beiden spielen so ein bisschen an der Stellung vorbei. Ich sag's mal ganz direkt. Rochade, Läufer G7, Turm A2. Ja, ihm gefällt natürlich nicht hier die Diagonale. Er geht raus, aber C5, ne? Hätte sich angeboten. Ne? Na gut. Turm A2, Springer D7. Springer BD2, jetzt normale Entwicklungszüge hier. C5, ja. Jetzt den Läufer hier befreien. D5. Man muss aber auch sagen, das ist eine wirklich strategisch ist nicht so leichte Stellung. Und sie sind direkt aus dem Schema raus, vor allen Dingen weiß, weil das hier, das gibt es gar nicht. Das wurde noch nie so gespielt in der Datenbank. Und also schon sehr früh, ne? Weil Schwarz schon sehr frühzeitig eine sehr untheoretische Variante gewählt hat. So, hier kann man sich weiterentwickeln mit Schwarz, mit Springer GF6. Und wenn Weiß E4 macht, damit C7, dann hält man das Feld E5. Und es ist auch nicht schlimm, wenn Weiß E5 spielt, dann kommt Springer G4 und Weiß müsste hier was opfern. Also man hätte sich erstmal normal weiterentwickeln können. Aber Schwarz spielt sofort E5. Und jetzt kommt hier eine Schwäche. Jetzt wird es konkret langsam. D schlägt E6, F schlägt E6, das ist ein schwacher Bauer. Und jetzt spielt Weiß einen sehr starken Zug, Läufer E4. Greift den B7 an. Natürlich darf Schwarz nicht nehmen, weil dann der Springer hier mit Schach reinkommt. Das sieht natürlich fürchterlich aus. Und ja, Turm D2 auch noch. Und Weiß hat natürlich auch Raumvorteil, Entwicklungsvorsprung hier inzwischen. Schwarz hat ja nur zwei Leichtfiguren entwickelt. Ja, Dame B6 deckt den Läufer. Springer G5 stark, greift den E6 an, droht Läufer B7, Springer schlägt E6. Diese Geschichten. Ja, und das ist natürlich eine schwierige Stellung. Das war auch der erste Moment, wo Schwarz jetzt länger nachdachte, 22 Minuten. Und spielt lange Rochade. Gut, keine Kritik. Ich meine, es ist keine gute Stellung. Man kann hier den Bauern opfern laut Engine. Springer GF6, Läufer B7, Dame B7, Springer E6, Läufer H6. Da steht der Läufer ein bisschen komisch. Und jetzt hier Springer B3 und Dame F3. Ne? Und dann hat Weiß einen Bauern mehr, Vorteil, greift den C5 an. Sieht gut aus. Ne? Ich kann verstehen, falls er das berechnet hat und nicht spielen wollte. Stattdessen lange Rochade. Opfert aber die Qualität. Springer F7. Also mutig ist er auch noch. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor übrigens, wenn man jung ist. Und jetzt schon diese Zeichen, dass man keine Angst hat. Das ist echt gut. Ne? Bloß nicht zu ängstlich spielen, weil das entwickelt wirklich seine Vision. Also wieso taktische Vision bei ihm ist wirklich unglaublich ausgeprägt. Das kann man auch in den anderen Partien erkennen, die er spielt. Also er ist sehr, sehr fix mit diesen ganzen Taktiken. Das ist richtig, richtig gut. Und das ist mit das Wichtigste am Anfang erstmal, taktisch stark zu werden. Rechnen, rechnen, rechnen. Springer A6, Läufer B7, König B7, Springer H8, Läufer H8. So, Weiß steht hier, ja, klar besser. Springer B3, um nicht zu sagen, auf Gewinn eigentlich. König C7 geht aus den ganzen Schachs raus. Ne? Hier gibt es ein paar Schachs, ne? Gabeln, auch schön prophylaktisch gedacht. Turm D2, ja, hier würde man kein Pfifferling mehr so langsam geben auf Schwarz. Springer F5 bringt den Springer ins Spiel. Dame C2 geht zur Seite, macht für den Turm das Feld frei. Läufer C3. Okay, technisch gar nicht so leicht. Turm D3, Springer D6, greift den C4 an. Und das ist eine sehr kritische Stellung, wo man ein bisschen länger reinschauen muss. Und ich glaube,
Tobias hatte wahrscheinlich noch locker 30 Minuten Zeit, 40 oder so. Er dachte hier 7 Minuten nach. Also er entscheidet sich relativ fix, was er spielen will. Läufer D2 ist hier der beste Zug, aber es ist sehr tief hier, warum das der beste Zug ist. Läufer D2, Turm D2 und hier Springer E5 und hier verliert man den Bauern C4, den kann man nicht decken. Wobei man könnte argumentieren, hier mit Springer zu nehmen. Aber Springer E5 ist auch nicht schön, weil der Turm nach B3 muss. Und dann Dame hierhin eventuell. Da gibt es einiges zu rechnen. Turm D2, Springer E5, Turm C1, Springer E schlägt C4, Turm zurück nach D1 und dann kommt Dame E2 und der Springer muss weg und dann hängt C5. Das ist natürlich schon relativ tief, ne? Da muss man schon einige Rechenarbeit leisten hier, ne? Um das alles zu sehen. Das ist die Computervariante mit gewinnbringendem Vorteil eigentlich für Weiß. So, er spielte Läufer B2. Läufer B2, Dame B2, Springer schlägt C4. Und plötzlich ist das alles überhaupt nicht mehr klar. Wir sehen hier das Ganze, diese vielen schwarzen Bauern plötzlich hier, kommen angerast. Dame G7. Okay, das sieht gut aus. Greift den H7 an, fesselt den D7. Springer CE5 zurück mit Tempo. Turm D1 zurück. Ja, hier meckert die Engine auch wieder. Turm D2 ist genauer, aber gut. Turm D1. C4. Springer D4. So. Droht da was? Ja, Springer B5 vielleicht. König C8. Starker Zug, geht aus der Fesselung raus. Aus den ganzen Schachs auch wieder, prophylaktisch gedacht. Auch das ein sehr gutes Zeichen, dass er prophylaktisch denkt. Und hier ist der Gewinnzug sehr schwierig. Nicht aus formalen Gründen, sondern in der Tiefe, ne? Also Turm C1, um das Feld für den anderen Turm freizumachen, das sieht man. Aber es ist halt auch wieder hier sehr tief, ne? C3, Turm FD1. Springer C4. Und wenn man die Stellung so sieht, denkt man sich, boah, diese Bauern sind aber auch gefährlich. Ne? Die Stellung ist halt wirklich kompliziert. Und es geht noch sehr, sehr tief hier. Ne? Und das kann ich alles nicht sehen eigentlich. Ich zeige mal die Variante Springer B5, Springer DE5, Turm D8, Dame D8, Dame A7. Hier spürt man schon, ja, mit diesen Schachs hier könnte was sein. Aber es ist halt wirklich schwierig. Ne? Man muss auch die ganze Zeit aufpassen, dass hier plötzlich die Bauern nicht rollen. Ne? Springer D3 und dann C2, uah, und B3. Es ist super schwierig zu berechnen alles. Also sehr, sehr trickreiche Stellung. Was machte Weiß? Dame E7. Formal ein Fehler, aber sehr nachvollziehbar, greift den schwachen E6 an. Aber Schwarz spielt Springer C5, deckt den E6. Springer B5. Springer CD3. Auch sehr interessant, dass er den Springer da reinzieht und nicht den. Ich hätte eigentlich den tendiert, da reinzuspielen, um nicht mit F4 diesen Springer attackiert zu bekommen. Und der andere deckt ja noch E6. Also auch sehr interessante Entscheidung. Ungefähr gleichwertig. Springer D4 zurück. Hier fiel Tobias nicht mehr so viel ein. Und diese Stellung ist inzwischen schon schlechter. Turm D7, Dame E8 Schach, Turm D8, Dame E7, Turm D7, Dame E8. Und hier wiederholte Christian die Züge. Beide hatten so ungefähr 20 Minuten Zeit. Er hätte aber mit König B7 weiterspielen können. Hier inzwischen. F4 ist natürlich der Zug, den man rechnen muss. Greift den Springer an. Der kann nicht weg, weil hier der Turm hängen würde. Aber Turm D4 ist sehr stark. FE5. Das Schlagen auf D4 ist Quatsch. Dame D4 und König A1, Springer F2. Dann wird man hier matt auf bekannte Art und Weise. Wie heißt das? Ersticktes Matt, genau. Ich habe es gehört. Hier, hier, hier. Ersticktes Matt nennt man das. Sollte jeder kennen. Wer das nicht kennt, guckt sich mein Video an. Brutale Mattmotive, ersticktes Matt. Sofort nach diesem Video. Man muss natürlich hier F schlägt E5 spielen. Und dann Turm D8, Dame E7, König C8. Und hier sagt die Engine inzwischen, dass Schwarz besser steht. Weil das Material sich immer mehr verdünnisiert. Der E5 hängt. Der E3 hängt mit Schach und irgendwann ist der C3 hier super stark. Jedes Endspiel ist sofort verloren hier für Weiß. Also sobald die Damen vom Brett sind, kann Weiß aufgeben, weil die Bauern zu stark sind. Und da hätte Christian sogar weiterspielen können. Völlig wilde Partie, völlig wilde Partie, vogelwild. Letztendlich Remis ausgegangen. Und damit hat er 300 Punkte aus 5 Partien zu jetzigen Zeitpunkt. Wenn das Video, viele von euch werden das Video sehen, da wird schon die sechste oder siebte Runde vielleicht sogar laufen am Freitag. Doppelrunde. Aber ich wollte euch wenigstens ein Video zeigen mit Christian. Ich werde das weiterhin verfolgen und ich bin mir sicher, dass
Ich die Partien von ihm und Hussein in den nächsten Jahren oder seine Karrieren werde ich verfolgen und ich werde mit Sicherheit immer mehr Partien von den beiden zeigen. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, weil die immer besser werden, die Jungs. Ne? Das war schon. Ne? Das war schon für heute. Und bleibt mir gewogen, hinterlasst gerne einen Kommentar und drückt die Daumen. Er ist übrigens voll auf IM-Normkurs, ne? GM-Norm wäre ein bisschen zu heftig, aber IM-Normkurs, mal schauen. Ob er schafft. Macht's gut.